Willkommen zur Station News. Mein Name ist Matthias und ich stehe ja hier noch vor der Combustion-Zentrifuge. Sie soll ja nach 15 Minuten automatisch ausgehen und ich warte jetzt schon heiß drauf. Ich habe ein bisschen Zeit vergehen lassen, um zu gucken, ob dann das System selbstständig runterfährt und selbstständig wieder hochfährt. So, das ist ja jetzt so im Endeffekt das, was für mich wichtig ist, dass das System von sich aus selber arbeitet. Jetzt sehen wir beide Zeiten hier sehr schön. So, die eine linke Zentrifuge geht aus und schmeißt jetzt die Erze raus. Die rechte Zentrifuge geht aus und die schmeißt auch Erze raus, ja. Die linke startet wieder durch. Und die rechte startet auch wieder durch. Ja, wunderbar. Dann können wir hier direkt mal komm. Machen wir 120. Machen wir 2 Stunden. 2 Stunden ist so eine schöne. So. Muss er einmal komplett ausmachen, der Stress muss wieder abgebaut sein. Aber es ist schon mal richtig geil, wie das funktioniert. Also, Filter niedrig. Ja, eine Minute hat die jetzt auf der Uhr. So, die ist jetzt eine Minute verzögert dran. Ist aber nicht schlimm. So, was haben wir jetzt? Energie niedrig oder was? Bin ich nicht mitgekriegt. Ist egal. Ist nicht so wichtig. Glaube ich. Hoffe ich. So, dann gucken wir mal. Die Batterien sind noch gut weit voll. So. Dann haben wir jetzt hier ja unser Lager. Ja. So weit, so gut. Ja, ich hätte irgendwo noch gerne einen Stromraum. Das wäre so noch so da. Highlight, ne? Also wir brauchen irgendwo eine Räumlichkeit, wo wir unseren Strom managen. Ne? Und jetzt ist es halt, hier können wir schön weitergehen und könnten das hier hinten schön anbauen. Da haben wir aber dieses Problem mit dem ganzen Rohrsystem. Das heißt, entweder müssen die Rohre verlängert werden, was ja theoretisch gar kein Problem ist. Oder ich lasse hier ein bisschen Platz und verlängere dann. Ja, das ist jetzt so. 1, 2, 3, 4. Man könnte auch hier eine Tür machen. Hier eine Tür. Und dann hier lang. Nee, ich bin eher für diese Variante, um ehrlich zu sein. Ich bin wirklich für diese Variante. Yep. Dann. Ja. Doch. Ich habe keine Ahnung, wie groß der Energieraum sein soll. Im Endeffekt. Für mich jetzt so. So, und hier wäre jetzt ein Raum. Ich habe keine Ahnung, wie lang. So, da haben wir jetzt 6 sind das in der Länge, ja? Machen wir doch auch 8. Wir machen es 8 breit. Und dann bis hinten durch.
Ja, kann man ja machen. Wir könnten aber auch eine Etage oben drüber. Nee. Nee, 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 nee. Mach ich nicht. Erstmal nicht. So, dann Stahl. Das ist der falsche Drucker dafür. Fällt mir jetzt auf. Aber weißt du was? Moment mal. So. Ja, gekühlt ist ja egal. Wir brauchen auch ein bisschen Elektrum. Das können wir jetzt ja auch machen. Könnten wir auch sowieso die ganze Zeit schon, aber. Wir haben gerade auch Nacht. Da geht er ganz gut. Der rein. Nee, Eisen nicht. Kupfer rein. So. Packe ich mal zwei davon rein. Sechs davon. Feuer frei. So, wir dürfen ja nur 2,4 mpa haben. Hitze wäre ja egal. Ist auch ordentlich was drin, ne? So. Wisst ihr, was ich drin habe? Gold und Kupfer. Wisst ihr, was da reingehört? Gold und Silber. Toll gelaufen. Gott, was ist denn heute schon wieder los mit mir, dass ich das vergehe? Ah. Kriegt der halt noch ein bisschen Futter. Übrigens habe ich hier, ne, habe ich nicht. Ich dachte schon, ich hätte Elektron da drin und habe es nur vergessen. Hätte jetzt sein können, aber war nicht der Fall. So, dann machen wir uns doch mal hier so eine Vending Machine. Also, genau dieser Block hier, die drei Frames gehören später noch mit zum Raum. Ja? Und dahinter direkt ist die Schleuse. Die soll ja 3x3 groß sein, später mal. So, dann kommt man hier rein, dann sieht man, oh, geil, ne? So. Und dann gehen wir weiter. Dann sehen wir hier die vier Maschinen, da fehlt ja noch eine. Auch gut. Soweit. So, jetzt geht es darum,
Hier hätte ich gerne das so, dass ein Block zu ist und dass man die Vending Machine, ja, das könnte man jetzt hier hin basteln zum Beispiel, dass hier alles reinkommt, was man produziert hat. Dann muss man halt dahin laufen. Könnte man so machen. Weiß ich nicht, ob ich es machen möchte, weil das hier ist die Mitte von den vier Maschinen. Ich würde die gerne zum Beispiel hier so stehen haben. So. Ja, dann läuft man halt kurz darüber und holt sich das da raus. Man könnte das natürlich auch noch anders machen. Man könnte die Vending Machine. Ich gucke jetzt gerade einfach, ja. Also ich bastel jetzt hier rum und überlege mir das Design, wie es denn später sein soll. So, man könnte nämlich auch die Vending Machine wieder Mittelpunkt suchen, das ist hier. Hier hinballern, dann ist das nicht so weit. So, aber was mache ich denn mit dem kleinen schmalen Gang? Das ist mein Problem, ja. Also ich habe keine Lust auf so einen schmalen Gang. Und zumal, ich würde die jetzt ummanteln. Mit den flachen Wänden. Ich würde jetzt hingehen, würde zum Beispiel hier eine Wand hinsetzen und hier eine Wand setzen. Ich könnte aber auch mir vorstellen, dass ich hier eine Wand setze. Hier natürlich auch. Hier auch, ist ja klar. So, und hier. Und hier sind dann noch so ein paar Schränke. Das könnte ich mir schon vorstellen, das könnte ich mir feiern. Weil dann sieht das hier nicht mehr so klein aus, dann sieht das durch die Schränke ein bisschen größer aus. Oben drüber Licht. Könnte schön sein. Mache ich das einfach mal. Ich bereite das jetzt einfach mal so ein bisschen vorne. So, machen wir es genau. 1, 2, 3, 4. Das ist schon. Ne, möchte ich nicht. Wegen dem Abschluss. Hier ist die Kante, so Abschluss. Hier ist die Tür. Mann. Okay. So zum Beispiel. Ja, so, das feiere ich, das sehe ich als geil an. So, dann kommt hier noch eine Wand halt. Hier passiert halt gar nichts. Ne? Wir haben hier noch eine Wand, die wird ganz wichtig für mich werden. Ich möchte ja die Erze, die wir hier drin haben, irgendwo anzeigen lassen. Und das wird hier passieren. So. Und hier kommt dann, was weiß ich, wie voll der Automat ist. Oder weiß der Henker. Keine Ahnung, lass ich mir was einfallen. Ja, so. Dann haben wir nämlich hier wieder freien Raum, so gesehen. Oder ich nehme zwei Blöcke. Ja, werde ich auch machen. Moment. Dann mache ich das nochmal weg. So, wenn ich jetzt zwei Blöcke nehme, wie viel Platz habe ich denn hier? Eins, zwei, drei. Ja, schade, nur drei. Aber gut, spielt keine Rolle. Machen wir einfach mal so. Ja. Mehr Platten habe ich jetzt, glaube ich, doch. Nee, das ist der Wand. Ja, okay. Habe ich nicht mehr Platten. Ah, wir haben wieder keinen Strom, ey. Ja, das müsste jetzt langsam. Das muss geregelt werden mit dem Strom hier. Ich mache da gleich noch zwei Batterien dran und dann kriege ich das Ding hier. Batteriestand niedrig. Ja. Hier ist alles niedrig gerade. So. Oh. Stahlrahmen, ich habe noch keinen gemacht. Jetzt zeige ich mir meine Batterie, am besten zwei. Batterie, oh ja, nee, die nicht. Gold, ja, das Gold kriegen wir aber her. Das dürfte jetzt nicht das Problem werden. Hoffe ich, nicht, dass er zu kalt geworden ist hier, ne? Ist er nicht, okay.
Ja. Jetzt ist er zu kalt. Braucht nämlich 600 Kelvin. Muss ich ein bisschen H2 reinfeuern. Ja, passt. So. Ich mache zwei Batterien auf jeden Fall noch dazu. Ja, und der kann jetzt hier schon mal die Stahlklamotte machen. Weil das mit der Batterie, das ist mir zu wenig Leistung. Wir sind schneller hier ausgetrocknet, als wir wollen. Gut, wir nehmen jetzt auch ordentlich Kilowattstunden weg hier. Darf man nicht vergessen. Die stelle ich jetzt einfach. Ich baue hier ein Häuslein und das stelle ich einfach oben drüber. Das wird sowieso später mal komplett anders gemacht. Material dürfen wir ja, soweit ich weiß, genug haben. Muss man jetzt ganz ehrlich mal so sagen. Also wir verhungern hier nicht am Material. Ich glaube, das Farm hat sich dann erstmal erledigt, seitdem man hat Bock drauf, zu farmen zu gehen. Was bei mir im Übrigen auch mal ganz gerne passieren kann. Also das habe ich früher auch schon so gehabt. Dass ich dann mal einen Tag gesagt habe, oh ja, Farm ist auch mal was Nettes. So, machen wir die auch noch an. Türmchen ist fertig. So, dann brauche ich zwei Schuts. Weiß ich nicht, ob ich die habe hier. Schächte, 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 ganz viele Schächte. So, dann läuft das nämlich so ab. Eins, zwei, Einlass. Ach komm. Mal gucken, ob das geht. Wie ich dem ist der Kohle vorwerfe, ich hab keine Ahnung. Dann soll er mal das Türmchen füllen. Warum die noch nicht angeht, weiß ich nicht. Das dauert vielleicht ein bisschen. Der Dauer auf Bauer. Ja, ist nichts drin, aber. Nun gut. Im Übrigen, wir sind in Tag 73 ohne zu sterben. Wenn so anguckt, das gefällt mir schon, auch wenn das nicht fertig ist. Und hier wird es dann hinterher problematisch, weil ich muss das alles, die Kabel nicht, natürlich nicht. Aber der Rest,
Ja, alles, was wartechnisch ist, muss ja etwas weiter nach vorne. Ja, auch das Teil hier oben, das muss ja da hinten hin, dann. Okay. Aber gut, das sollte funktionieren. Was sagt der Energie? Warum der hier nicht will, weiß auch kein Mensch. Aha, weil die Energie direkt da rausgezogen wird, ne? Gut. Stahl werden wir noch einiges machen müssen, definitiv. Kabel brauchen wir auch noch einiges. Schächte brauchen wir noch so einige. Ja. Das hier müsste Eisen sein. Ist es. Sehr schön. Rein für die Schächte. Wie viel haben wir da? Boah, 59. Können wir mal ein bisschen was machen. Hey. Machen wir dreimal stahlfähig. Ja, hier ist der Kobalt drin, hier müsste Kohle drin sein. Da sind 36 Stacks, wenn ich es richtig sehe. Ja. Okay. Hier müsste Silizium ja drin sein. Da nehmen wir mal drei. Oh, Kupfer, Kupfer. Shit. Ist egal, brauche ich auch. Irgendwann. Dann ist hier Silizium drin. So, vier Stück. Sonne geht gleich unter. Die Fläche reicht eigentlich auch schon als Stromraum. Ja, das reicht mir. Ist okay. Na, ich wusste es. Ich habe es mir noch so gedacht. Jetzt so müsste eigentlich, nachdem ich Batterien angeklemmt habe, müsste eigentlich Sturm kommen. Weil da habe ich die Kohle wenigstens umsonst reingeschmissen. Und dann passiert das auch noch. Also, ach ja, was willst du denn machen?
Ja, so ist es. Nein, sag nicht, der Automat druckt da die wild und wisst ihr, was ich meine? Ich habe doch was im Auftrag gegeben. Ja, genau das meine ich. Genau das meine ich. Abbrechen. Zumindest werden sie jetzt voll. Also, zu fressen haben wir genug. Ja, und das ist später der Eingang. Die Tür ist da nicht hier. Die Tür wird hier sein. Hier wird die Tür sein. Das heißt, hier ist schon Basis. Ja? Also hier wird die Tür sein. Jo. Aber unsere Atmos ist immer noch stabil, ja? Wenn wir jetzt gucken, die Atmosphäre ist echt okay. Die ist gut. Perfekt, perfekt rausgegangen. So, ich wollte Stahl machen. Silizium kann ich auch machen. Ja.
Kommt nochmal 400 Gramm Stahl. Auf jeden Fall zweimal das Kupfer. Machen wir 400 Gramm Silizium. So, ja. Erstmal das da rein. Das da rein. Das da rein. Das da rein. Dann druck mal ein paar Stück davon, egal wie viele es gerade pengt. So, du kommst da rein. Jetzt haben wir hier noch ein Kupfer drin. Gold ist noch wenig. Können wir auch eben kurz schmelzen gehen.
Eisen, Kupfer, Silizium, Silber, Gold. Ach, sieht das schön aus. Oh, ja, hi. Jupp. Ja, wieder dahin. Dann wird der Vent abgebaut und dahin gefrachtet. Der nennt sich auch nur cool. Das können wir uns merken. Ach, ich hasse das. Jetzt aber. Nee, das hätte ich noch gerne anders. Das genau ist.
Und da sind Platten vorhin beim Sturm weggeflogen. Ich wusste es. Aber gut, meine. Das ist ja jetzt nicht so tragisch gewesen, aber trotzdem, ne? Ich meine. Heißt, hier ab diesem Feld beginnt die Strommaschinerie hier. Ich könnte auch hier noch ein Feld dran setzen. Ja, dann ist es mir auf jeden Fall groß genug. Irgendwo der Sensor da. Ja, der ist jetzt hier fehl am Platz. Da muss ich mich auch weiter vor. So, dann holen wir den rüber. Dann müssen wir ein, zwei Rohre verlängern. Drei Rohre, da vorbei, das müssen wir. Nicht verlängern. Doch, müssen wir. Ich verlängere, das ist egal. Darauf kommt es echt nicht an. Wir haben genug Material hier, also. Ist alles schick. Maschine würde ich gerne schon mal umbauen auch. Die hat hier ausgedient. Wird aber verdammt viel Material drin. Es war gerade erst Sturm. Ich mache das jetzt eben. Das ist nicht das Thema. Ne? Also. So. Flex, wo ist er? Kabelknipser. Jo, bleibt mal alles schön liegen, bitte.
Filter niedrig. Batteriestand niedrig. Da sind die ganzen Maschinen wenigstens beisammen. Das ist jetzt auch eigentlich sehr gut. Dann kann man die nämlich jetzt fertig machen. Eins, zwei, drei, vier. Ja, ist richtig.
So, die Dose ist angeschlossen. Na, komme ich noch dran irgendwie. Ja, so. Wenigstens das. Das geht nicht, oder andere geht schon. Naja, gut, okay. Dann gucke ich mal. Jetzt fehlt genau einer. Aber wenn Sturm ist, haut uns auch die Ware nicht mehr ab, ne? Das ist natürlich jetzt sehr gut. Ja, hier kann ich Kabel noch und nöcher drucken. Hier wird nichts passieren. So, leg los. Du machst aber Rohre. Können Sie. Ah, ja, das stimmt sogar. So, ohne Probleme können wir jetzt hier knattern. Sehr schön. Dann gucken wir mal nach dem Saft. Schon 52 Minuten am Laufen. Jo, da können wir wieder was reinfüllen. Und das können wir uns jetzt nämlich hier schön rausnehmen und dann verarbeiten wir auch. Das ist schon mal die Hälfte der Miete.
Dann kommt hier der Wasser ablass drauf. Damit sind wir da sicher. Habe ich sonst noch irgendwo ein? Da war was, ne? Genau. Da brauche ich sogar zwei Rohre jeweils. Gehe ich jetzt einfach nach so eine Art Schönheit, ja, wenn man das denn so nennen kann. Also wir haben ja da den Wasserauslass, also kommt jetzt hier der Passive drauf. Da war ein bisschen Druck drauf. Habe ich mir aber auch schon gedacht. Muss ehrlich sagen. Aber ich glaube, ich mache jetzt mal Halt hier mit den Röhrchen. Und ich mache auch ein bisschen Halt hier mit. Dann können wir noch die normalen Wände bauen. Batteriestand kritisch. Wir sind noch 8, 16. Komm, das Deck machen wir noch voll.
Ja, jetzt 40 könnten aber auch zu wenig sein. Also ich schau mal, das ist jetzt. Tja, den müssen wir tatsächlich noch ein Feld nach vorne setzen. Details wieder abschrubbeln. Ernst? Ja gut, irgendwann muss das Material ja auch mal fertig sein und am Ende sein. Dann ging mir das Licht aus. Du musst es auch jetzt mittlerweile genug Kabel vielleicht schon gemacht haben.
Den knicken wir jetzt hier ein. Ein paar Rohre, die da fehlen, dann ist der auch fertig. Weg. So, jetzt haben wir wirklich alles verlängert. Was es zu verlängern gibt. Hier wäre die Tür, ne? Naja, gut, okay. Schauen wir uns das mal an später.
Ja, der zieht jetzt da ein und hier kommt das Wasser raus. Oh, geil. Also, das haben sie echt schön gemacht, finde ich, mit dieser Steam-Animation. Mit den Partikeln. Mach ich gleich. Ach ja, da war wieder was. Das können wir damit doch. So, dann gehen wir mal eben kurz hier was trinken. Ja, hier habe ich jetzt. Leute, Leute. Da muss ich noch dran arbeiten. Da brauchen wir auch Worte. Ach komm. Weil sonst habe ich die ganze Hitze in der Basis. Oder ich habe Überdruck in der Basis von dem Gerät. Also, das ist suboptimal cool. Also weiter Rohre printen. Ja, den habe ich ganz außer Acht gelassen. Der geht auch nach hinten raus, dann. Ja, oder der geht halt mit hier in dem Waste-Rohr. Genau, der geht mit dem Waste. Das ist die Idee. Dann brauche ich gar nicht so viele Rohre. Na, lass mal 20 machen. Das passt aber auch schon dann. Ja. Wo habe ich denn hier meinen, da, meinen Wandkratzer?
Wir haben jetzt hier 13, das heißt, wir haben schon einmal eine Runde gemacht. Ach so, ja, du kannst auch wieder aufhören, glaube ich. Jo, da haben wir die Rohre noch, die ich unbedingt haben wollte. Gucken wir mal. Dann ist es aber die Frage, soll man das von beiden Seiten sehen? Ja, warum nicht? Komm. Egal. Ändern kann man immer noch, wenn man das möchte. Ja, okay. Gut. Packe ich die mal beiseite. Hier machen wir uns einen passiven Vent oder zwei am besten. Auf die neun Stück können wir eben kurz warten, das ist nicht das Problem. Wird sowieso noch eine ganze Arbeit, das alles hier zu machen, ne? Also das ist jetzt nicht ohne. Dann Plastik. Kann auf jeden Fall welche machen, auch wenn ich jetzt hier 45 habe, lassen machen. Wenn wir es brauchen, haben wir es dann. Das heißt, wir sind einmal rum. Das sind 50, die will ich nicht. Das hier ist ja dann nur mal für sich so. Muss ich mal gucken. Am besten wäre das. Ja, so mittig. Oder hier vorne, in vorne. Da ist das Waste-Rohr. Kann ich jetzt hier nicht so schön lang ziehen.
Jetzt muss ich hier hinten. Dann gucke ich mal, dass ich ein Einwegeventil kriege. Sehr schön. So. Dann können wir das nämlich auch jetzt zumachen. Flache Wand. Können wir so machen. Vorne ist eine. Ach, das hasse ich auch in dem Spiel so ein bisschen. Du hast nicht die Möglichkeit, oder du hast schwer die Möglichkeit, oder ich habe da gar keine Scheibe hingesetzt. Das kann jetzt auch noch sein. Doch, da ist eine Scheibe. So, das heißt, den muss ich jetzt hier einmal abschrauben. Ja, du kommst ja gleich wieder in Benutzung, mach dir keine Sorgen. Dann kann ich das nämlich viel besser hier dran montieren. Jetzt. So. Dann kann der Überdruck aus dem Raum raus, den der Kompassstor hier da fabriziert. Dann sind wir da auf jeden Fall quick. Da hier alles angeschlossen ist, können wir das auch schließen.
Dann ist das auch geschaffen. So. Tja, ihr fragt euch, was wird das da, ne? Da kommen die ganzen Kohlegeneratoren rein, ja? Also die ganzen hier. Da habe ich mich ein bisschen vor, mehr zu machen. Solid Full Generators. Also. So, dann machen wir 4 Stück davon. Fünf. Machen wir 5, den können wir dann verschrotten. Lange laufen die hier schon? 88 Minuten. Oh, hier sind noch ein paar Rohre.
Hier hin, den folge ich da hin. Noch zwei. Batteriestand niedrig. Der ackert noch. Aber die machen das Silo gut leer, ne? Deswegen baue ich noch mal drei weitere hiervon. Da ist noch so ein Tiefenschürfer. Ach ja. Hab ich noch gar nicht rausgeholt, wahrscheinlich. Noch ein bisschen Eisen am Start. Das müsste dann der letzte werden. Und das wird auch der letzte.
Der letzte Miner ist hier. So, da haben wir 100 kW alleine durch Kohle. Und so viel Kohle, wie wir schöffeln, ist das schon okay. Ja. Die stelle ich schon mal dahin. Angeschlossen werden sie nicht. Das liegt jetzt aber vor allem daran, dass wenn ich die jetzt hier anschließen würde, hätten wir wahrscheinlich gar keinen richtigen Saft mehr. Und das muss halt automatisiert gehen und nicht irgendwie mal so. So, machen wir mal Folgendes: das hier weg, das hier weg, das weg, das weg, ja, den da weg. Kriegen wir den auch dahin? Ach nein, kriegen wir nicht. Ich muss den wieder abreißen hier. Ah. Schraubenschlüssel. Ja, war doch gerade. Ach ja, der passt nicht wegen dem Rohr, oder? Ja. Wegen dem Rohr ist das. Ja, da war ja noch was. Da. So funktioniert das nicht. Funktioniert das.
guckt aber darüber, das gefällt mir nicht. Lass ich den noch mal weg. So, dann werden die noch angeschlossen. Die können wir eigentlich komplett verballern eben gerade. Das spielt echt keine Rolle. Damit das hier ein bisschen mehr wird als weniger, ja. Also wir nehmen gerade echt ab. Das Silo wird immer leerer und leerer. Ist zwar schön auf eine Art, aber wenn das dann der ist, dann braucht die Combustion ja nicht mehr laufen. Sonst läuft sie mit Fuel umsonst. Da waren sie. Sinn des Spiels ist es ja, das Buffer-Silo voll zu bekommen, damit die auch mal eine Runde pausieren hier, mit die nicht Perma-Strom fressen. Entschuldigung, dieser blöde Husten.
ist ja schlimm. Gottes Willen. So. Dann machen wir die mal startklar. Ja. Machen wir nochmal eben kurz 5 Active Wins und einen Gassensor. Nein, du machst gar nichts. Also nicht das eingemacht. Oh. Wieso kommt der Kabel raus? Ich weiß, dass Sonne ist. Ja, das ist doof. Die müssen erst alle durch eingelesen sein. Na, es hat aber gereicht. Guckt an. Es waren noch 4 Stück über. Die sind da reingeflossen. Und das war gut so. Fertig. Nein. Nein.
Können wir eigentlich so machen? Das Rohr brauche ich hier. Da geht nämlich Überdruck raus. Batteriestand niedrig. Filter niedrig. Jo. Kannst eigentlich schon Pause machen, das passt schon so. Jupp, 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 jupp. Da war es leer. So. Hier kommt ja später die Energie raus im Endeffekt.
Ja, ich würde sagen, wir sind auch fast fertig mit dem Teil. Ich guck mal gerade. Oh ja, wir sind 2 Stunden, haben wir schon auf die Uhr. Ich hau jetzt noch eben hier die netten Frames rein. Jo, und dann wollen wir mal gucken beim nächsten Mal, dass wir die Kohlegeneratoren automatisieren können. Weil dann haben wir das Wichtigste geschafft. Dann haben wir Strom. Wir haben noch keine gefüllte Basis, aber das ist dann der kleine Schritt. Also das wird dann ruckzuck gehen, dass das funktionieren wird. So, die sind alle versetzt. Die haben 17. Na, da können wir eigentlich noch die 3 Minuten warten, ne? Um zu gucken, ob das auch funktioniert. Der müsste jetzt gleich schon ausgehen. Wir haben. Wie viel? Ja, 18 kann ich noch. Okay, also 18%. Was haben wir noch? Weil ich möchte jetzt sehen, dass der leer geht und mal gucken, wie lange das dauert. Ja, sind ja genau 2 Stunden, die jetzt gelaufen ist. Und er fährt runter, ne? Da kommen bestimmt so einige Brocken raus. Ja, das ist echt sagenhaft, was da rauskommt. Innerhalb von 2 Stunden. Also Wahnsinn. Und er gibt direkt wieder Gas. Oh, er fährt jetzt auch runter. Da kommt jetzt der nächste Mist raus. Ja. Und hier in der Kasse rappelt's.
Kohle haben wir jetzt schon hier 45 volle Sticks. Wir kommen ja gleich noch welche von dem nächsten Durchlauf. Und ab jetzt haben wir zwei Miner mehr, das heißt, es kommt noch mehr zusammen. Naja, gut, es kommt nicht mehr zusammen, weil der stackt ja voll, ne? Also, der kann ja nicht mehr zusammenkommen. Der geht hier immer noch auf und auf und auf. Ja, gehen wir trinken. Kohle kann man jetzt übrigens direkt wieder verwenden. 1, 2, 3. Wir haben keinen Strom mehr. Ja, das ist ja herrlich. Oder wir haben zu wenig, das kann natürlich auch sein. Aber die Anlage funktioniert, wie ihr seht, hier hinten kommt nichts an. Das ist jetzt schon mal gut. Ankommen wird dann nur dann was, wenn das wirklich voll ist, ne? Dann gucken wir nochmal nach unseren Pflanzen. Da müssten wir jetzt auch ohne Ende haben. Schön. Gut. Das war's für heute. Also, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Und wollen wir mal gucken, wie weit wir beim nächsten Mal kommen werden. Ja, und Hunger haben wir auch. Kein Problem, haben wir auch. Wir haben alles da. So. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Bleibt gesund.